Metal with Glass müsste die heißen. Ja. So. 46,70 seid ihr alle gekommen. Boah, ey, das sind solche. Hast du jetzt gerade das Mikrofon an einem Ort, wo das nicht hingehört, Deadman? Jetzt ist es besser. Nee. Was? Jetzt ist es besser. wo seid ihr? 60 so die Kante? 46,77, 6 glaube ich jetzt mittlerweile. Tortex, moin moin. Und 70, Lagerregal, 60, dich erinnert das an ein Märchen? Das Haus ist ja cool. Das auf Hühnerbeinen, nicht auf Hühnerfüßen steht. Komm, jetzt geh kaputt, du Elefantenviech hier, ey. Also aktuell in Terenia wollen die so, erstmal Sarkos im Sumpf holen für uns. Im Sumpf? Frösche könnt ihr auch gleich mitbringen, wenn ihr eh schon da seid. Ja, hier hüpfen auch. Ja, Dexis hatten wir gesehen, dass ihr 4 Sarkos habt, aber wir wollen halt auch noch welche. Ja, nehmt ihn nicht alle weg. Ein bisschen da lassen. Ich find's lustig mit dem oder so. Ja, wir haben auch 20 Giganotus oder so. Und dann halt 3. So, Paraceratherium ist jetzt auch klein. Da hinten kommt noch eins. Ja, hier sind noch einige. Ja, ist jetzt auch klein. Hey, ich hab noch einen. Ja, ich hab hier ich hab hier weggeschnipert hier. Schneipert? Ja, hier, guck mal, jetzt wird's abhauen, ne? Genau. Ey, die sind auch, das sind auch die neuen Mega-Neuras, glaube ich, ne? Paraceratheriums. Die Paracetamols hier. Backsteinhaus, moin moin! Hey ho! Willkommen! Kommen zurück! Aber wir brauchen noch die Mini-Klimaanlagen, ne? Mini-Klimaanlagen, die am besten noch stärker sind? Nee, die laufenden Klimaanlagen, die brauchen wir noch. Sind hier noch Klimaanlage auf Füßen? Was sind hier jetzt? Kilos sind hier noch. Ist übrigens praktisch, dass ihr Drinbrei mitgenommen habt, den Ketzal, mit dem ihr die transportieren sollt. Damit sollst du doch nachkommen, ich kann keine 2 Ketzals fliegen hier. Ja, aber du bist ja nicht alleine geflogen, Deadman ist auch unterwegs, oder nicht? Deadman? Jo, Deadman? Was glaubst du, warum ich eure Koordinaten wollte und nicht finde? Hier, jetzt haut das Vieh schon wieder ab, ey. Das ist doch so grottig hier. Ach, da drüben fliegen irgendwelche Sachen durch die Luft, ich glaub, da seid ihr. Mhm. Ja. Okay, was wollt ihr machen? Guck mal, das war jetzt eins für Weitsprung. Wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf. Oh, jetzt ist hier meine. Warte mal kurz, jetzt. Aber die brauchen wir auch eigentlich noch, ne? Die Paraceratheriums. Warten. Ja, aber. Vogel, guck doch zur anderen Seite! Du blödes Vieh! Nein, jetzt guck mir das Ding vor. Und wieder, soll ich dich hier abknallen oder was? Oh. Der guckt so dumm. Warte mal kurz, ich knock die erstmal aus hier. Ah ne, jetzt ist er auf dich fixiert hier. Deadman, jetzt kannst du den Scheiß ausleveln. Jo. Vielen Dank, Backsteinhaus. Ja, wir haben ein schönes Backsteinhaus gebaut hier. So auf dem Ketzer. Lass dich fliegen mit dem Haus der Hexe Baba Yaga. Baba? Ja. Baba wa? Baba Yaga. So, Baba Yaga. Du nicht kennen. Du nicht kennen, Hexe Baba Yaga. So, jetzt bin ich hier erstmal. So, wo waren denn jetzt Sarkos hier? Du hast irgendwo, hast du schon einen Sarko gelegt oder so? Nein. Nee, wie denn? Verdummt, genau. Und so. Ich bin doch nur der Speer. Den Rest müsst ihr machen. Du bist ein Speer? Oh, hier ist eine Schlange. Oh. Ja, die muss ich mal wegmachen. Die brauche ich nicht. Hier ist auch die Schlange. Ist ja schon die tot. Die bräuchte eigentlich auch noch, ne? Den Schlangen brauchst du nicht. Die kannst du ja nicht ziehen. Aber die mit... Ja, das weiß ich, aber die bräuchte eigentlich noch wegen der Eier. Ja. Das hatten wir ja mal versucht. Ah, aber das hat ja nicht so richtig funktioniert. Also, werden die Mods jetzt hinzugefügt? Die Leute, die das nicht mögen, müssen es ja nicht bauen, oder? Da hast du recht, Alban. Aber jede Mod setzt ein wenig die Performance des Servers runter. So. Und es ist so, dass wir uns gedacht haben, wir fragen die Mehrheit. Und wenn die Mehrheit sagt, Bombe, haut drauf, dann machen wir das. So, aber wenn halt eben dann nur vereinzelt 2, 3 Leute sagen, okay, ich will aber die Mod haben. Und wir machen das dann bei jedem. Dann wollen die Nächsten die und die Mod haben. Und dann haben wir irgendwann 120 Mods drauf und der Server geht sowas von in die Knie.
Und das wollen wir damit eigentlich verhindern, Alban. Wie gesagt, frag rum und check das ab, dass ihr halt eben, wir können auch demnächst vielleicht mal ein Vote machen und dann, genau, machen wir eine Umfrage. Da kommt ein Sarko, ich weiß ja nicht. Ich werde mich so mal drum kümmern, dass wir eine, dass wir irgendwie eine Umfrage hinbekommen, vielleicht auf Facebook oder dann muss ich mich nächste Woche mal... Der hat gerade den, Backsteinhaus, vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich weiß nicht, hattest du schon mal gefollowt oder bist du jetzt doch neu im Follower-Kreis? Eigentlich meine ich, Backsteinhaus hätte schon. Hast du mir gerade den Vogel weggenommen? Kann mir einer mal hier das Vieh wegnehmen? Ja, warte kurz, der schläft gleich. Der schläft gleich. Der schläft gleich. Kannst du ihn sofort anschießen? Der schläft. Schlafe ich. Das ist ja nur ein Level 5er, den können wir umhauen. Umhauen oder was? Ich bräuchte meinen Gipfelmatz wieder. Danny for Play, ja, super. Hast du es geschafft, auf den Server zu kommen? Sehr schön. Also, nochmal die Frage: Wollen wir den umhauen oder wollen wir einen Tame? Ein Fünfer. Ein Fünfer. Komo, sag was. Komo, sag was. Willst du den Fünfer haben? Fünfer brauchen wir nicht. Fünfer brauchen wir nicht, sagst du. Ein Fünfer brauchen wir nicht. Okay, aus. Dann willkommen im Team. Jo. Hi ho. Hi ho. Ja, wir haben heute nämlich so ein paar Re-Follower, wollen wir mal sagen, die die heute so schon mal ein paar Mal, oder die heute schon ein paar Mal mehr drauf gedrückt haben. Aber wenn du heute jetzt neu dabei bist, dann komm, willkommen und hab viel Spaß im Stream. Wünsche ich dir dann. Also abgepfiffen habe ich ihn. Jetzt ja, ich habe ihn. Dir. So. Weil der hoverte oder der stand am Boden und wurde vom Sarko angegriffen. Deswegen musste ich ihn abpfeifen, weil ich dich nicht gesehen habe. So, ich muss auf jeden Fall mal eben ganz kurz für kleine Akrobaten. Ich lasse aber den Stream an. Ich bleibe hier so drauf stehen und so ein bisschen Action bekommt ihr dann mit. Ich bin gleich wieder da für uns. Für uns bist du wieder da. Hm? Losty ist dann für uns wieder da. Ja. Ist aber nett von ihm. Ja, finde ich auch. Ja. Wo ist denn dieser unser Losty? Ich bin so froh, dass er für uns da ist. Gibt gar nicht so viele Sargs, kann das sein? Hier ist ein 57er. Dann finde ich den wieder nicht, den habe ich schon wieder aus den Augen verloren. 57er Sarg. Das ist natürlich meine Ansage. Damit kann man was arbeiten, ja. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich ihn wieder. Oh, nee, ist ein 6er. Also, wir waren gefragt, wie alt wir so sind. Oh, frag nicht. Also die ersten WWchen kommen schon. Ja, wir sind älter, etwas. Älter als 18, sagen wir mal so, ne? Wenig, ein halbes Jahr drüber. Okay, ich hätte hier einen männlichen Sarko, Level 31. Oh. Alban hat gefollowt. Herzlich willkommen, viel Spaß im Team. Hey ho. So, ich hab den... Was ist denn da jetzt passiert? So, da bin ich wieder. Ja, war meine Schuld. Ich bin versehentlich an eine falsche Taste gekommen. So, da bin ich wieder. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Und, ja. Habt ihr jetzt schon Sarko gefunden irgendwie? Also, ich habe hier noch einen 36er Sarko. Okay. Was fehlt denn jetzt hier drin, dass die Dingens nicht mehr gemacht werden? So, wo ist denn das Haus? Wo ist das Fliegerhaus? Das Fliegerhaus. Oh, yeah. Oh, Leka. Vielen, vielen Dank für deine 3 Euro. Vielen, vielen Dank. Danke, Leka. Steht drauf, super Stream, weiter so. Super, vielen, vielen Dank. Danke, Leka. So, was
was habe ich denn hier noch? Ich habe Gammelfleisch. Ich habe auf jeden Fall 204 Munition mit. Also hier zum Flachlegen hier zum. So, zum Gute Nacht machen. So. Wo seid ihr denn jetzt abgeblieben? Gute Nacht Munition, ja. Gute Nacht Munition. Apropos Gute Nacht Munition. Ich muss mal kurz AFK. Gut, dann kann leider, ich kann ja leider die Sarkos nicht greifen, das ist halt ein bisschen... Also hier vorne ist jetzt der eine Sarko, den wir jetzt oder so nicht mehr wollten, ja? Ich glaube, ich habe gerade hier eine Fledermaus eingefangen. Gut, bis gleich. Jo, also hier folgt mir gerade ein Sarko. Was ist, was ist das für einer? Wo bist du denn? Hier unter dir, vor dir. Wo denn? Da unten. Okay. Okay, warte mal kurz, du hast gerade jetzt ein paar Fledermäuse ja, oder eine Fledermaus schon, am Topos. Ich muss mal eben kurz schauen hier. Komm, komm, so, komm, Sarko. Sarko, Sarko! Wo ist die Fabrik wieder? Verdammte Axt, ey. Wo ist denn das Sarkochen? Direkt unter dir. Ja, ich muss erstmal hier. Ich hab nämlich irgendwie jetzt die Fledermaus gerade. Am Arsch. Ja, wir haben wieder keinen Bug Repellent dabei, richtig? Natürlich nicht. Okay, lass die, Haben wir gerade einen Leck? Haben wir gerade einen Leck? Ja. Ja, wir haben Leck. Wir haben Leck. Wir haben Leck. Okay, Leck ist vorbei. Los, die, ich besorg mal. Bug Repellent. Ja, ich muss aber trotzdem jetzt erstmal hier den. Die Hanswurst hier fertig machen, weil die Hanswurst meint gerade. Man hört mich nicht? Doch, natürlich muss man mich hören, oder? Ah, doch, ich glaube, die wollen dich gerade ein bisschen aufziehen. Wie ist es vorhin von Bla? Sollen wir Losty veräppeln und sagen, dass sein Mikrofon aus ist? Ah ja, okay, okay, okay. Bla, ja. Skyrex, sehr schön. Sehr, sehr schön, dass du schon Level 62. Ja. It's a prank. Ja, das muss ja auch mal sein, ne? Wie nur die Jüngeren da mitmachen. Ja, genau. Suche Tribe, 250 so. Stunden okay. Island-Erfahrung. Wer sucht Tribe? Hier im Danny. Chat auf dem Server. Danny! Ja, Losty, du hast doch auch schon ein oder zwei Stunden Island-Erfahrung, oder? Wie viel waren das? 22 Stunden, ich glaube 22 Stunden bin ich nicht mehr schon zusammen. Die Zahl Island ist so lang. Gewesen. 22 Stunden bin ich da schon gewesen. Das 22? Ja, 22 Stunden am Stück öfter mal. Ihr seid so krank, Freunde. Ihr seid so krank. Na, halt. Halt. Wie viele Stunden hast du, Losty, insgesamt? Dazu sage ich nichts mehr. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden du insgesamt in Minecraft hast. Da kann ich mit Sicherheit noch nicht mithalten. Oh, da kannst du nicht mithalten. Siehst du, genau. Ich habe mir Minecraft, ich überlege gerade. Das habe ich seit 2012. Komm, hilf mir mal. Wann hattet ihr damit angefangen? Ja, also, 2012 kommt gut hin. 2012? Ich glaube auch 2012 so ungefähr. Seitdem habe ich Minecraft. Ich habe da... Boah, ja. Es wird definitiv ein vierstelliger Bereich. Kein Problem. Das ist immer ein Scherz, Lagerregal. Also da regen wir uns auch nicht drüber auf. Keine Angst, das machen wir definitiv nicht. Wenn da so ein paar kleine Gags kommen. Außerdem ist Bla immer ganz lustig. Immer ganz, ganz lustig, der Güte. So, ich Bug Repellent. Bug Repellent. Dann Bug Repellent. Och, ich bin schon wieder. Also, ich fliege jetzt erstmal wieder aus dem Sumpf raus, weil irgendwie findest du hier nichts Vernünftiges. Das ist. Ja, ich hatte gerade richtig, richtig geile Sarkos. Alles über Level 30. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Alban, der übernachtet hier im Spiel. Also. Ja. Anders kann das nicht mehr sein. Nee, das stimmt nicht, Lost. Hier, Losty, ich wollte gerade sagen, Alban. Ja, Losty, das stimmt nicht. Ich habe keine 1200 Stunden. Nein. Nein, hat er nicht. Er ist bestimmt bald bei 1000. Wie kann man das schaffen? Ja, das. Nicht schlafen. Es liegt daran, Alban, ich muss das jetzt mal so erklären. Es liegt daran, meine Fraggles hier, ja? Die, mit denen ich hier zusammen jetzt, zusammen hier den Stream mache, ja? Die kommen immer erst auf den Server. 10 Minuten bevor der Stream losgeht. So. Ich bin dann aber schon da und habe halt eben schon einiges vorbereitet, habe mich schon um einige Sachen gekümmert, war einige schon seit über 5 Stunden eingeloggt. Wochen schon, ne?
war schon seit einigen Wochen eingeloggt, während die halt eben noch Sunshine Reggae auf Ibiza gemacht haben. Ne? Mindestens. Ja, deswegen haben wir alle höhere Level. 173 Stunden Lost. Ja, also Losty. Ja, richtig, richtig Lagerregal, das stimmt. Man sollte denen immer ihren Spaß lassen. Das ist auch schon cool. Nicht cool. Nein. Ich hab grad mal 21.000 Holz aus unseren Bibern geholt. 21.000 Holz, das ist eine Menge. Hab doch gerade die Biber leer gemacht. Wie viele Biber haben wir? Das ist echt eine Menge. Fünf, die da rumlaufen. Fünf? Fünf haben wir. Ja, okay. wir hatten vier und die haben sich irgendwie vermehrt. Jetzt sind's fünf. Ach, das war das, was du meintest, dass sie sich vermehrt so haben. Ja. Okay. Weil ich habe nur zwei leer gemacht. Und einen Dödi, weil die Dödis also auch wieder sowieso... Achso, deshalb war der Dödi auch nur bei 1500, als ich den gerade leer gemacht habe. Dann hat er wieder Steine gehabt. Ich habe ihn ja leer gemacht. Der hatte dann nur noch Zitronen drin. Wieso stehen hier noch... Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, hier hüpft jetzt ein... Aber war es doch nicht. Achso, aber Fauli hatte doch letztens einen gesehen, oder? Ein was... Genau, Biber farmen automatisch Holz, wenn die auf Enable Wandering sind. Und Ridiculous farmen automatisch Steine, wenn sie auf Enable Wandering sind. Genau, Ridiculous. Oder? So ungefähr, Lost. Ridiculous. Ah. Komm. Was mir gerade mal auffällt. Das sind die Folgeschäden von 1100 Stunden Arc. Wir brauchen auch noch einen weiteren Pachi. Ein Pachi. Wir haben nämlich nur einen weiblichen Pachi. Oh, weiblichen Pachi. Pachi. Also hier, unsere fantastischen vier, die spielen glaube ich nicht mehr. Kann das sein? Die liegen hier nämlich noch immer faul in der Ecke rum. Noch eingebaut, so wie ich es gemacht habe. Was ist mit denen los? Keine Ahnung. Die liegen hier noch rum. Schade, die haben so eine geile Base auf dem PvP-Server gebaut und hier kommen sie jetzt nicht mehr richtig. Naja, egal. Haben wir noch irgendwo Pelz? Glaube nicht. Im Schneebiom ist noch genug Pelz. Da läuft das noch auf den Tieren rum. Es läuft sogar noch rum, Deadman. Vielleicht sollte ich es mal anpfeifen, oder? Dass es herkommt. Ja, genau, mach mal. So kennt ihr euch aus in unserem Lager. Wir haben noch fast 300 Pelz. Ja, was sind denn schon 300? Ja, klar. Du willst auch einen dressierten Biber? Ja, muss er arg spielen. Dann muss er arg spielen. Wenn du einen dressierten Biber willst. Ja, die müssen auf jeden Fall auf Enable Wandering stehen. Unser Ted hat sich irgendwie... Hat er sich aus dem Staub gemacht, oder was? Aus dem Staub jetzt nicht, aber irgendwie aus seinem kleinen Dingens weg. Der steht jetzt hier und streckt seinen Kopf durch eine Rampe. Hier Skorpion-Alarm. Skorpione haben wir beide, ne? Hallo? Nee, Cam wird's auch erstmal noch eine Weile nicht geben. Skorpione haben wir zwei, ja. Was wird's eine Weile nicht geben? Eine Cam. Eine Cam, ja. Nee. Eine Cam wird's, auch definitiv noch nicht geben, nein. So, weil's gerade auf dem Server aufkommt. Ob irgendwas hochgestellt ist. Wir haben die Erfahrung etwas erhöht, weil das standardmäßig, das ist halt einfach viel zu anstrengend, viel zu langwierig. Man soll ja auch Spaß haben beim Spielen. Deshalb haben wir die Sachen, die Raids alle ein bisschen erhöht. Dreifach Erfahrung, dreifach Taming Speed. Kamter achtfacher. Hi Kamter. Heyo, heyo. Achtfache Ertrag bei den bei allem, was man abbaut, aber auch vierfaches Ertragsleben. Das heißt, man braucht viermal so lange, um die Sachen abzubauen im Vergleich zu standardmäßig. Und deshalb pro Schlag kriegt man doppelt so viel, aber wie gesagt, man kann halt auch länger draufschlagen.
Das finde ich da die bessere Lösung. So, Losty, ich bring mal ein bisschen Bug Repellent. Ich komme jetzt wieder zurück, okay? Ja, ich bin aber noch nicht, ich bin nicht mehr im Sumpfbiom. Ich schaue jetzt nach anderen Tieren erstmal. Jetzt magst du keine Sarkos mehr. Nee, im Moment bin ich nicht so auf Sarkos. Was ist denn jetzt mit den, hast du denn welche gezähmt? Nee, hab ich nicht. Wir haben ja noch keine gezähmt. Wir wollten doch Sarkos und Frösche holen im Sumpfbiom. Ja, aber das lief drunter und drüber dort. Da war schon wieder überhaupt nichts richtig strukturiert. Struktur was? So, und deswegen bin ich jetzt mal hier in diese... Wir sind die Akrobaten, Losty. Ich bin deswegen mal hier so ein bisschen in die Ecke geflogen, wo diese Flüsse sind. Nahe der fliegenden Insel, weil dort habe ich auch Sarkos gesehen. So extrem wie das Sumpfgebiet. Ich habe mal eine bescheidene Frage. Hier ist ein Spino bei uns vor der Insel im Wasser. Spino? Spino? Aha. Stamm von Anne. Achso, okay. Okay. Anne, wir haben deinen Spino gefunden. Ja. Wenn du einen Spino suchst, kann bei uns abgeholt werden. Also Spino Level 174. Den hätten wir auf jeden Fall getamed, wenn es jetzt nicht ihrer gewesen wäre, oder? Ja. Dann hätten wir den. Ja, den hätten wir dann. Dann wäre das jetzt unser. Warum ist hier eigentlich kein Fabricator drauf gekommen? So. Ja, Deadman, ich bin bei diesen Flüssen, nahe der fliegenden Insel. Wo ich jetzt auch schon wieder von irgendwelchen... Kamta, genau, dazu kann ich noch sagen, selbst wenn wir irgendwann größer werden sollten, wollen wir uns doch definitiv darauf konzentrieren, mithilfe von Moderatoren weiter auf den Chat einzugehen. Weil wir wollen wirklich mit Community spielen, mit euch... Und das ist unser Hauptziel. Wir wollen Spaß haben, wie gesagt, mit vielen Leuten spielen. Deshalb werden wir uns auch weiter bemühen, auf alle Fragen und sowas einzugehen. Genau. Auch wenn es nicht immer einfach ist oder sofort geantwortet werden kann. Genau, und deswegen wir werden auf jeden Fall, wenn was nicht beantwortet wird, einfach nochmal fragen. Genau, sobald wir merken, wir werden selber nicht mehr Herr der Lage, weil wir dann das Spielen komplett vernachlässigen würden, und das ist ja das, weswegen wir uns eigentlich einschaltet, werden wir zusehen, dass wir Moderatoren dazu bekommen, die dann halt eben auf Fragen antworten und die notfalls, wenn sie extrem wichtig sind, an uns weiterleiten. Und das ist dann halt eben für uns absolut Fakt, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war geflasht, dass wir nach nicht mal 6 Wochen, auf gut Deutsch gesagt, über 250 Leute haben, die das cool finden, was wir machen. So, und das ist schon echt stark. Das ist absolut stark. Also, und dementsprechend ist uns die Community auch so viel wert. Und wir wollen halt eben mit euch weiterspielen, mit euch weiter Spaß haben. Im Moment suchen wir noch keine Moderatoren, klar. Aber sobald wir welche suchen, werden wir es bekannt geben. Das werden wir auf Twitter bekannt geben. Ab nächste Woche nach Ostern wird es halt eben auch Facebook geben von den Akrobaten, wo wir dann halt eben auch hin und wieder eine Umfrage platzieren können. Halt eben auch zu Mods auf dem Server und so weiter und so fort. Und wir wollen halt eben dann zu gegebener Zeit bekannt geben, wenn wir Moderatoren brauchen. Und die werden dann natürlich so ein bisschen, ja, werden wir uns auch aussuchen, müssen wir ganz ehrlich sagen. Da wird es auch mal ein TS-Meeting geben, weil wir halt eben auch mit euch dann mal wirklich sprechen wollen vorher. Wir werden mit Sicherheit nicht irgendwo im Chat sagen, okay, du bist jetzt Moderator und wir kennen euch gar nicht. Dementsprechend wird das auf jeden Fall vor einem TS-Gespräch geben, wo wir uns unterhalten, wo wir mal uns ein bisschen besser kennenlernen und dann sehen wir mal, was Sache ist. Auf jeden Fall. Aber jeder kann dann ruhig bereit sein und sagen, ich möchte das wohl machen. Da werden wir uns dann die Leute rauspicken und sagen, okay, dem könnte man zutrauen, weil wir kriegen das ja auch jetzt so ein bisschen mit, wie ihr euch im Chat verhaltet, wie ihr halt eben schreibt und so weiter und so fort. Richtig? Ja, richtig. Auf jeden Fall. Genau, so machen wir's. So machen wir's. Und ja, ich habe hier schon Sarko gerade gefunden, aber der hat sich gerade mit dem Biber angelegt und hat da die Arschkarte gehabt. Die Biber sind heftig, ja, die sind... Oh, hier ist so eine kleine lebende Dings hier, so eine kleine lebende Klimaanlage. Die Metrodon, die sind auch noch im Sumpf. Ja, die gibt's auch im Sumpf.
Ich knall den mal an da. Ja, komm. Jetzt darfst du auch hier kommen. Komm. Ich hab dich angeschossen. Hier, komm. Was brauchen die eigentlich für Kibbles? Frage. Die Metrodons. Stimmt, die hatten wir auch noch vergessen. Aber die hast du ja eingepackt alles. Ich glaube, die haben gar keinen Kibble direkt. Ich finde da zumindest gerade. Doch, Quetzal. Quetzal habe ich mit. Ich weiß, du hast alles mit. Okay, die Metrodon schläft. So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, Quetzal landet hier unten. Ne? Habt ihr genug Narkotik mitgenommen? Losti, hast du Narkotik? Also ja, genug akrobatisch vorbereitet. Weil ne? Ich habe jetzt, ich habe nur Bug Repellent dabei. Ich habe 200, ich habe 278 mit. Das ja. Notfalls reibt man die kleine Klimaanlage mit dem Bug Repellent ein. Bis er wieder schläft. So. Okay, jetzt haben wir hier Kibbel, so. Quetzal. Lustig, wenn Quetzal. Du mir sagst, wo du bist, kann ich dich. Bei den kleinen, bei den Flüssen, nahe der. Nahe der. Der. Leck. Oh, der ist gleich schon wieder wach hier. Komm. Oh, ein Riesenleck, ey. Der ist gleich wach. Der ist gleich wach. Der wird gleich wach. Ich kotz gleich. Bleib mal da. Ne, der ist schon wieder wach. Geil, schlaf doch jetzt endlich mal. Warum habt ihr das Dach von Quetzal aus Holz und den Rest aus Stein gebaut? Lossi, warum haben wir das Dach vom Quetzal aus Holz gebaut? Und den Rest aus Stein? Ja, ich war auch für Thatch, das schaut einfach lieber aus. Also im Cirelia, wir können gerne tauschen, was hast du im Angebot? Quetzal-Ei kriegen wir hin. Wo seid ihr denn? Haut mal Koordinaten raus, dann komme ich mal vorbei mit ein bisschen Kram unten im Quetzal zum Abtransport. Boah, ey, das Ding, das schluckt ja Narkotics ohne Ende. Hui! Marlon, moin moin! Hey ho! Servus Marlon! Lustig, hast du Koordinaten für mich? Chrissy jetzt, warte, alles gut, ich bin gerade wieder hier. So, 36, 66. Okay. 36, 66, bitte jetzt. So, das müsste groß, grob die Ecke sein. Du hast gestern eins im Sumpfbiom gesehen. Vielen Dank, Monster Hydra. Vielen Dank für die Info. Ja, super. Übrigens, das Angebot steht immer noch. Wer uns hilft, ein Känguru zu finden, kriegt ein Steam-Game. Richtig. Und sollten wir jetzt im Sumpfbiom durch dich, durch deinen Tipp, einen Ketzer, hier ein Känguru finden, ein... Ja, wie heißen sie jetzt denn nochmal? Prokoptodon. Genau. Irgendwas mit dem Kopf. Dann werden wir dir auch ein Spiel geben. Ein Steam-Game. So. Ja, die Frösche, oh, das finde ich ja ganz gut, dass du die ich habe Bug Repellent. Ne? Magst du was haben? Im Moment brauche ich das noch nicht, glaube ich. Willst du dich einreiben? Nö. Ich will jetzt mal bloß hoffen, dass hier der Gute jetzt auch mal ein bisschen was frisst hier. 36, 66 war das, Losti? Ja, ich meine schon. Ja, 36, 66. Ja. Direkt am Flussufer. Das hier ist übrigens ein Female. Wir haben die Stelle mit zwei Quetzals markiert. Oh, Level 24 aber schon. Wir haben die Stelle mit zwei Quetzals markiert, ja. Sollte auffallen. Frosch, kommst du jetzt näher? Ja, in Cirelia, du bist auch in der Nähe. Halt. Cool. Wow. Ey, ich schlaf gleich. Du hast den angeschossen, oder? Er schläft. Boah, ja, ich gleich auch. Level 68, was legst du für Frösche? So, was braucht denn der Frosch? Was braucht ein Frosch für Kibbles? Ja, lass ihn erstmal hungern, notfalls. Ja, was braucht er denn für Kibbles? Ja, ich weiß es trotzdem. Pulmonoscorpius. Pulmonoscorpius. Haben wir doch vorhin eingepackt dafür. Ich nehme mal welche mit. Haben wir da vergessen? Ja, habe ich vergessen.
Ich habe hier auch ganz andere auch Sachen zu tun, oder? Sind wir voll im Stress? Okay. Ja, natürlich, voll im Taming-Stress. Stretch hier, ne? Stretch. Stretch, ja. Im Taming-Stretch. Magst du nichts essen hier? Magst du nichts essen? Nee, hier drüben ist noch ein Frosch. Im Wasser, Bad Boy, im Wasser war das. War El Spino. Das ist übrigens ein Mail hier, ne? Deadman. Ja, das ist doch schön dafür, für den Frosch. Der Spino. Der Spino, ja. Der gehört schon jemanden. Meintest du, wenn du den. Ja, ja, ich glaube, Bad Boy ist einer auf dem Server. Anna, ja, bei uns vor der Insel liegt er im Wasser. Kamta, das die Map ist Valhalla. Ja, muss durchgängig Narcos reinhauen. Ja, ich krieg's mit bei dem die Metrodon ist das schon heftig, ja. Komo, kannst du ja. Narcotics mitbringen? Ich bin sofort da, so Valhalla heißt die Map, ja. Einen Punkt ungefähr. Was ein Punkt. Okay, das Taming verläuft aber jetzt gut hier. Das ist war bei 36 66, also ich quasi irgendwo direkt in der Nähe bei euch sein. Wie gesagt, zwei Ketzer stehen da rum. Los, die ist gerade irgendwie in die falsche Richtung. Was ist denn das hier hinten, das hier rumschwirrt? Ist das? Da vorne seid ihr. Ja, ich hab 3.500 Narko dabei. Die reichen bestimmt. Für den zumindest. Ja. Und ich hab auch so. Was Plattformiges dabei. Ich seh schon. Ein Ketzer lasst auch mit. Ja. Ich wusste ja nicht, vielleicht brauchen wir das. Ach, das war bloß ein Fisch, okay. Da hinten war gerade ein Piranha. Ja, Piranha. Ein Piranha. So, ich bastel mal eben hier. Ein Forsch. Soll ich mal gucken, ob ich hier noch einen Sarko finde? Vielleicht kann ich den ja hierher ziehen. Ja, wenn du gerade irgendwie so in der Nähe bist und. Ja, in der dann Nähe können wir das gut. Natürlich. Können wir das natürlich ich machen? Stand, dann können wir das ich machen. Stand direkt neben dir, Losti. Losti, ja. hast du Narkotik schon rausgeholt? Wo? Bei dir im Ketzerl hier oder wie? Ja. Ah, ich nehme da mal ein paar raus, das ist kein Problemchen. Okay, ja, da ist ja ordentlich was drin, das ist schön. Ich nehme da erstmal 1000 von das. Aber nee, die kann ich dann in den Ketzerl reinpacken, das stimmt. Das ist gut. Oh, hier oben fliegt ein Ketzerl über uns. Ja, die Ketzerl sind ja auch nicht mehr selten. Das ist ja. Oh, ne? Ist der schön. Der ist ja mal schick. Ja, ich finde das mit den Ketzerls gar nicht mehr so toll. Die sind ja. Der Ketzerl, rotbraun und weiße Flügel. Rostbraun ist der. Wir haben einen rostbraunen Ketzerl. Ja, ja, Losti braun und weiße Flügel. Lostbraun? Ja, sehr schön. Und einen roten Hals. Aber er ist nur Level 28, also. So, wo liegt er denn jetzt hier? Leider nichts für unsere Sammlung. Ach, da unten. Da unten liegen sie beide. Da unten pennen sie sich gerade. Ist aber eine ruhige Ecke hier, oder? Ja, es ist. Es geht hier. Es ist überraschend wenig los hier, ja. Ja. Guck mal, ob ich den Giga finde. Dann werden wir zumindest die ganzen Trikes etc. los hier. Also, wie gesagt, im Cirelia für einen schönen Tausch sind wir definitiv bereit. Ketzerls, die wir paaren können, haben wir genug. Genau, da kannst du was kriegen, wenn du einen schönen Tausch hast. Also irgendwas Gutes anzubieten. Dafür liebe ich halt diese ganze PvE-Geschichte. Weißt du? Ja, das ist auch cremig. Hey, wir das hätten da was, wir hätten was, wie schaut aus, wer hat was zu tauschen, bla, also das finde ich schon ganz gut. Ist halt besser als dieses schnöde, du bist tot. Um den Vulkan herum, sucht für ein Känguru um den Vulkan herum.
Vulkan. Wo ist hier denn der Vulkan auf Valhalla? Valhalla? Hat Valhalla doch, auf Valhalla soll ein Vulkan sein. Doch klar, soll da ein Vulkan sein. Weil, wenn du die Map lädst, kriegst du ja auch immer eingeblendet Vulkan. Ja, richtig. Klar, dann schreib mir mal bitte die Koordinaten vom Vulkan aus. Oder ich schau jetzt mal auf die Karte. Wo ist hier der Nein, Vulkan? Nein, Marlon, das sind richtig gute. Die sind stark, die sind gut trainiert, die können das. Wo ist hier der Vulkan? Das ist gar nicht mal... Hast du den schon bewusst gesehen, den Vulkan? Homo? Nee, ich hab den noch nicht gesehen. Guck gerade mal hier rum, ob hier in der Nähe noch was ist. Weil das wäre natürlich krass, wenn wir hier irgendwo eine Ecke übersehen haben, die wir bislang noch nicht... Gut, wir waren noch nicht überall auf Valhalla. Nein, das definitiv nicht. Wir haben schon viel gesehen, aber noch nicht alles, ja. Nein. Definitiv noch nicht. Ach, hier. Ja. Unser Frosch ist fertig. Wie nennen wir jetzt unseren männlichen Frosch? Wie nennen wir ihn? Wie nennen wir unseren männlichen Frosch? Haut mal ein bisschen raus. Weiß jemand, wo auf Valhalla die meisten Gigas rumsaufen? Rumlaufen meinst du wahrscheinlich? Rumsaufen. Oh ja, ich hab voll eingetrunken hier. Also, die haben wir eigentlich überall gefunden. Wirklich überall. Überwiegend in der Nähe von Bergen. Haben wir schon. Was haben wir eigentlich in einer anderen Base? Was ist das für ein Frosch? El Froscho. XX-Rakete. Sehr geil. El Froscho. El Froscho. Das Ding ist genommen. El Froscho. Jo. Das ist gekauft. El Froscho. Wieso folgt der Pteranodon Fault hier? Wieso ein Pteranodon folgt ihm? Der sitzt da oben im Haus auf dem Faultier. Auf dem Pteranodon. Ich sitze auf dem Faultier. Alles du sitzt klar. Auf dem Faultier. Da ist er ja schon wieder. Weißt du, der schleicht sich auch mal rein hier, ne? Ja. Das ist so richtig, dann. Wir hören uns, glaube ich, die ganze Zeit schon zu und denkt so, ziehen die jetzt über mich her? Machen die das jetzt? Nein, das machen sie nicht. Die sind ja ganz lieb. Wenn es mir einfallen. Nein. Kommo nennen. Ist den Frosch Kommo nennen? Jetzt heißt er schon El Froscho. El Froscho. Como El Froscho de Como. Ja, El Froscho de Como. Ich guck mal, ob ich den noch so nennen kann. El Froscho de Como. El Froscho de Como. Ja, das passt. Fauli. Ja, ich bin mit dir mal in einen etwas anderen Ort geflogen. Ja. Sehe ich gerade. So, wie sieht's bei ihm hier? Losty, gut aufgepasst. Ja, hallo, dem habe ich gerade was gedrückt. Hallo, der hat gerade 10 von mir gekriegt. Der hat ja noch nein, verloren. Ja, nein, der hat gerade 10 von mir ja, gekriegt. Ja, nee, na, gar, da, ba. Ja, kurz vorher hat er noch 10 gekriegt. Ganz, ganz ruhig bleiben, da achte ich schon drauf. Taming-Experte Nummer 1 hier, hallo? Kantan, nein, Losty bei Steam wollen wir erstmal auch noch anonym bleiben. Das heißt, auch da enden wir euch erstmal noch nicht. Wie gesagt, wir werden vieles, oder beziehungsweise was ARK angeht, was auch andere Spiele angeht, werden wir vieles mit euch machen. Alles. Aber ich bitte euch, dass ihr da Verständnis für habt, dass wir unsere Privatsphäre wahren möchten. Weil wir halt eben uns gedacht haben, ihr sollt, für euch ist es wichtig, uns spielen zu sehen. Weil das ist das, weswegen ihr zuschaut. Und da braucht ihr nicht unbedingt, ihr kennt Losty, ihr kennt Como, ihr kennt Deadman, ihr kennt Fauli. So, da müsst ihr dann nicht unbedingt die Menschen dahinter kennenlernen. Das ist einfach so. Also wir finden das so ganz gut, finden das so klasse, wir finden das von euch auch klasse. Wir verlangen auch nicht von euch, dass ich jetzt genau wissen möchte, wer Dexus ist, wer Monster Hydra ist, wer Marlon ist, wer Kamta ist, wer Enzirella ist. Wer geil auf einen Arsch ist. Das wissen wir, glaube ich. Aber wie gesagt, da hat sich das definitiv schon gelohnt, das geil auf einen Arsch. Ja, genau. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann nochmal die Zeit, wo wir sagen, scheiß drauf, egal, alle vier auf einmal eine Cam an und wir blenden sie mit ein. Aber das sehen wir. Wobei mit der Facecam, das ist so eine Sache. Ich meine, ich kenne die anderen. Ich meine, das sind eher Radiogesichter. Also. Ja, wer kennt denn? Deadman, und du bist der Einzige, der ins Fernsehen könnte, ne?
Genau. Nein. Genau. zumindest für solange Werbung läuft. Sehen. Ja. Er kommt dann im Mainzelmännchen-Block. Im Mainzelmännchen-Block, okay. Ja, nein, jetzt wollen wir das Niveau mal oben halten. Wir haben heute das Niveau eigentlich noch gar nicht verloren, so richtig. Das war mal richtig geil. Das ist gar nicht unsere Art. Wir sind richtig, richtig cool dabei. Das ist schon stark. Ne, das Niveau mal nicht unter den Teppich zu gehen. Wir haben aktuell einen niveauvollen Stream, das müssen wir ändern. Wir haben es eh schon 22 Uhr durch, also wir dürfen jetzt mal... Nein, Deadman. Wieso ist El Frosch oder Como gerade ab... Ach ja... El Frosch oder Como ist dir wahrscheinlich noch gefolgt. Ich hab vergessen, den auf Passiv umzustellen. Also, El Frosch oder Como, wir haben einen Frosch schon in der zweiten Base. Der bleibt aber definitiv da. Aber, ja, was... Okay, dann heißt, wir zähmen hier noch einen. Wir zähmen noch ein Weibchen. Und wir zähmen noch einen männlichen Dimetrodon, wenn wir ihn dann finden. Und dann werden wir gleich noch Ausschau nach einem Känguru halten. Im Sumpf oder am Vulkan. Bla, wo ist denn jetzt der Vulkan? Du hast ja geschrieben, was vom... Ich habe jetzt gerade, glaube ich, nicht darauf geachtet, aber... Du hast geschrieben Vulkan und da muss Vulkan da sein. Wer ist denn wo hier? Hier ist jemand bei uns mit einem roten Pteranodon, also roter Schrift. Ach, ich kann doch einfach hier über Dingens gucken, wer das war. Das ist... von Schatten... im Cirelia ist das. Im Cirelia, okay. Sehr schön. Ja, ich glaube, er hat hier ganz in der Nähe seine Base, meine ich. Ja, das hatte ich auch schon mitbekommen. Ja. Nee, das funktioniert nicht, hier drauf zu kommen mit dem Terranodon. Warum haben wir nur Heidrüstungen an? Ja, also ich finde sie cool. Ich finde die einfach nur klasse. Ja. Die sehen, also sehen irgendwie stylischer aus wie alles andere. Komo und ich, wir haben Ghillie Suits, also wir finden das eigentlich ganz cool. Genau, die laufen eher... Ich hab den nur an, was ich nichts anderes gefunden habe. Boah, hättest du jetzt, könnte ich wenigstens sagen, ja, die sind geil. Ja, hättest geil, du jetzt, können nicht Fall, wenigstens aber. Sagen. Hättest du jetzt, können nicht wenigstens sagen. Genau. Ja, nee, da fällt er mir im Rücken, ne, ist klar. So, nein, es ist auf jeden Fall geil. Hier. Ja, im Cirelia, wie gesagt, ich hab gesagt, wir können gerne tauschen. Schlag was vor und dann schauen wir doch mal. So, ein Kibbel noch, dann ist es durch. Geil auf einen Arsch, schlägt vor Kaki. Kaki, für als unser... Namen für den Dimetrodon. Kaki. Kaki. Wo ist Kaki? Kaki. Kaki. Jomias, ja, das sind richtige Kakis. Genau. Ja. Gib den am besten noch hier Stimberries, dann kacken die richtig alles voll. Crusoe. Losti, da muss noch mal Narkotik rein. Nee, da muss kein Narkotik mehr rein. Doch, aber sowas von. Oh, da muss doch kein Narkotik. Da muss noch Narkotik rein. Da muss sowas von noch Narkotik rein. Aber hau sowas mal von. Warte, ich komm. Warum das... Ja. Die verlieren wir wirklich ohne Ende. Alles gut. Das war richtig knapp. Ich hab gedacht, oh, das wird schon. Noch, hier sind noch wandelnde Klimaanlagen übrigens. Kronzo. Ja, das... Ja, wir nehmen jetzt den ersten vorgeschlagenen Namen Kaki und den zweiten, der heißt dann... Little Crunzo. Spino, das wäre natürlich auch geil, was Leka sagt, ne? Also Kaki Little Crunzo können wir ihn auch nennen, oder? Nee, Kaki Crunzo, der erste und der zweite Little Spino. Genau, so machen wir das. Kaki Crunzo und Little Spino. Kommt dann als zweites. Ja. Okay, ich hätte hier einen 76er Dimetrodon. Geschlecht? Ja, hat er. Ja, welches? Das muss ich noch rausfinden. Kuruzo. Ein Weibchen? Ja. Haben wir schon. Aber das ist ein 76er. Ja, komm. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Komm, legen wir lang. Nein, machen wir. Komm. Flussaufwärts, also nicht Richtung der fliegenden Insel, sondern in die andere Richtung.
Ich flieg da mal hin, Komo. Da ist gerade ein Strahl runtergekommen, ein weißer. Ja, flieg da mal hin, ich komm gleich da hoch. Ach so, da ist ein weißer Strahl, der ist hier rechts in der Ecke. Ist am Fluss ja. Direkt?